Silvio Meyer starb am 21. November 1992 in Berlin. Er wurde auf dem U-Bahnhof Samariterstraße von einem Neonazi niedergestochen, mit dessen Kumpanen sich Silvio Meyer und seine Freunde zuvor angelegt hatten. Ungefähr 200 andere Menschen sind seitdem Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland geworden. Das sagen die Zahlen der Antonio-Amadeo-Stiftung. Auch ein Grund, warum die sogenannte Antifa an seinem Todestag regelmäßig demonstriert. Tobias Schmutzler berichtet. Einige hundert Demonstranten sind gekommen zur Demo Antifa ist Liebe direkt am U-Bahnhof Samariterstraße, wo Silvio Meyer ermordet wurde. Diese Demo ist ja fast schon Tradition in Berlin gewesen. Seit den 90ern gab es jedes Jahr so eine Demo zum Gedenken an Opfer von rechtsextremer Gewalt. Letztes Jahr dann das erste Mal keine Demo. Es hatte sich niemand gefunden, der die Demo anmelden wollte. Dieses Jahr gibt es wieder einen Anmelder. Damit hat sich auch ein bisschen was geändert, der Stil hier auf der Demo. Antifa ist Liebe heißt sie, wie gesagt. Auf dem Transparent ist ein niedlicher Hase zu sehen, den man auch nicht unbedingt vielleicht mit Antifa verbinden würde. Und es wird auch zu guter Stimmung aufgerufen. Was es damit auf sich hat, kann mir der Anmelder der Demo jetzt selber sagen. Hauke Strieve, normalerweise heißt das Motto ja Antifa ist Angriff. Sie haben sich für Antifa ist Liebe entschieden. Warum? Für mich bedeutet Antifa gegen Faschisten sein und für die Demokratie, für andere Leute vielleicht nicht. Und ich möchte ganz gerne dazu aufrufen, dass jeder ein Antifaschist ist, der gegen die Faschisten ist. Und da finde ich das passende Wort, Liebe ist immer gut und vor allen Dingen Liebe gegen Hass vor allen Dingen. Die Änderung wurden Sie auch angefeindet aus der Szene. Auf dem Internetportal Indymedia wurde heute Morgen ein Boykottaufruf veröffentlicht. Das Ganze hier wurde als Hipster-Show bezeichnet und Sie als Politkasper. Was sagen Sie dazu? Ach, finde ich nicht angenehm auf jeden Fall, aber es war zu erwarten. Also ich finde es schade, dass nicht alle mitmachen wollen. Müssen sie auch nicht, ist ein freies Land. Sie können auch gerne die Demonstration nächstes Mal selber anmelden, die sich darüber aufgeregt haben. Aber wenn es keiner sonst anmeldet, dann tue ich es halt. Das war mein Motto. Dankeschön, Herr Stieve. Der Demozug, der zieht jetzt noch weiter durch Friedrichshain. Uns wurde von Veranstalterangaben gesagt, es soll heute auf jeden Fall friedlich bleiben. Und damit zurück ins Studio.